Hallo, schön, dass ihr mich gefunden habt. Ich bin gerade auf Tierfädensuche und wenn ihr möchtet, dürft ihr mich gerne dabei begleiten. Ich brauche nämlich noch so ein Ausstellungsstück zum mit nach Hause nehmen. Tierfäden mit nach Hause nehmen? Ihr glaubt, das geht gar nicht? Dann kommt mal mit. Ich habe mich vorbereitet und einige Dinge von zu Hause mitgebracht. Zwei Gefäße, etwas Gips, ein paar Pappstreifen, mehrere Büroklammern und ein Bestimmungsbuch. Wenn ihr selbst mal auf Herdensuche geht, lasst euch Zeit bei der Suche nach dem allerschönsten Trittsiegel, das ihr finden könnt. Hier hat ein Reh zwei Trittsiegel hinterlassen. Deutlich sind die paarigen Schalenabdrücke zu erkennen und die Laufrichtung. Soweit so gut, nur wie nehmen wir unsere Pferde jetzt mit nach Hause? Ganz einfach, wir gießen sie mit unserem mitgebrachten Gips aus. Dazu formen wir aus unseren Pappstreifen einen Ring und legen diesen um unsere Trittsiegel. Dazu rühren wir den mitgebrachten Gips zu einem dünnflüssigen Brei an. Jetzt muss es schnell gehen, denn der Gips wird sehr schnell fest. Nach etwa 10 Minuten ist der Gips so fest, dass man ihn von der Fährte abnehmen kann. So, jetzt ist unser Trittsiegel zum Mitnehmen schon fast fertig. Ab geht's in den Karton. Nochmal umschauen, ob wir nichts vergessen haben und dann geht's nach Hause. Am nächsten Tag ist der Gips so weit ausgehärtet, dass wir ihn weiter bearbeiten können. Aber Vorsicht, es handelt sich um sehr weiches Material, schnell hat man irgendwas kaputt gemacht. So, jetzt ist sie fertig. Meine Rehwildfährte. Wenn ihr möchtet, nehmt doch auch einmal eine Fährte aus dem Wald mit nach Hause. Vielleicht ist euer Abguss dann der Beginn einer ganzen Sammlung verschiedener Fährten. Denn es gibt ja auch noch Wildschweine, Füchse, Marder, Rot- oder Muffewild. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Euer Förster Ralf.